Ich habe drei Bücher empfohlen hier für den Büchertisch. Das eine, lass mich mit dem anfangen, Jim Goll. Einer der Propheten, die ganz viel auch in Europa geholfen haben. Prophetisches Leben, Lebensstil. Und keine Angst, du musst nicht ein Prophet werden, das ist viel zu mühsam. Einfach ein bisschen prophetisch sein und diese Gabe, die Paulus sagt, in dir erwecken, weil jeder kann prophetisch reden, jeder. Ich wünschte, dass alle prophezeien. Ist wunderbar. Und ich bin sehr zuversichtlich, dass wir die Zeit hinter uns lassen, wo wir prophezeien, damit wir den Leuten sagen können, guck mal, ich habe auch was. Und es ist halt am Anfang manchmal in noch nicht so eloquenter Reife, ist das halt manchmal so. Aber über das gucken wir hier in Breklung sowieso super gnädig weg. Für die unter euch, die schon ein bisschen intensiver rangehen wollen, das Buch von Jim Goll, Der Seher, die prophetische Kraft von Visionen, Träume und einem offenen Himmel. Sehr zu empfehlen. Ein Leckerli und passend zur heutigen Zeit. Dann habe ich ein Buch empfohlen von Bill Johnson, Gott ist gut. Ich behaupte, dass das der Glaubenssatz wird von jedem Gläubigen in Deutschland. Der Grundglaube, auf den er stehen muss und kann. Und ich bin recht relaxed. Die Schwierigkeiten werden so massiv, dass du gar nicht mehr anders kannst, wie zu glauben, ja, wenn einer noch gut ist, dann ist es Gott. Ist gut? Das ist das Urglaubensfundament. Das wäre normal für jeden Christen, dass wenn du ihn fragst, was ist das Wichtigste in deinem Glauben, sagst du, mein Glaube steht auf dem Fundament, Gott ist nur gut. Wenn du das nicht hast, dann wirst du immer rumeiern. So sorry for that. Aber hier ist das Buch. Ist gut. Und dann hat es etwas für Leute, die einsteigen wollen, von Holger Genzmer. Holger Genzmer ist jetzt mit im Team der prophetischen Seite, im Wächterruf mit eingestiegen. Und er und seine Frau sind schon seit Jahren dabei, prophetischen Dienst anzubieten. Wäre übrigens auch mal was vielleicht für euch. Kennt ihr Holger schon? Noch nicht? Darf ich euch das Buch schenken? Ja, so gerne. Ich hatte eigentlich es irgendjemandem schenken wollen. Sorry, es ist schon weg. Büchertisch, darf ich noch ein Buch verschenken oder ist das kritisch? Ich zahle es nachher euch, okay? Ja, will denn jemand dieses Gott ist gut? Ja, komm doch schnell. Ja, also schnell, komm. Wenn, yeah, so sorry. Okay, bitte einfach, bitte jemand, der für dich das Buch kauft. Wer hat so laut gerufen? Wer hat so laut gerufen? Also gut, kaufst du selber, ist voll gut, okay. Und das würde ich sagen, gehen wir den Büchertisch zurück. Ich kann ja da nicht miese machen hier. Wer kriegt das wieder? Ne, das gehen wir zurück an den Büchertisch, sorry. Ist okay, danke vielmals. Geht's? Gut, wunderbar. Magst du uns das sagen von dir und dann mit diesem Lied Gott ist gut? Ich glaube, das wäre kostbar. Es war einfach, es war Gott. Ich kann es euch
Ich wusste gar nicht, was ich machen sollte. Wow, was passiert hier gerade? Und dann kam ein neues Bild hinein. Das war das Bild, das Jesus über mir ging am Kreuz. Und er guckte mich an. Und sein Blut tropfte von ihm runter, weil ich ja unter ihm lag. Tropfte auf mich rauf. Du bist ja in dem Moment, wo dieses Blut mich berührt, konnte ich diese Herrlichkeit aushalten. Ich konnte sein vor ihm und ich habe es schön empfunden. Es war schön, in dieser Herrlichkeit zu sein. Ich habe geweint wie Freude. Weil ich gespürt habe, dass das Blut ausreicht, um bei ihm sein zu können. Und ich habe mir Jesus angeschaut und das gespürt und gesehen. Und das hat mich so verändert. Weil ich erst mal wirklich verstanden habe, dass es gut war. Jetzt ist nochmal dieses Lied, Good, Good Father singen.
Ich möchte zwei Dinge beschreiben, die Gott heute tun kann und tun will. Es geht um diese Bewegung vom Herzen Gottes, die durch unser Herz durchgehen soll. Das ist gestern Abend thematisiert worden. Und in unserem Herzen kann es irgendwie in Stocken kommen. Und Gott möchte zwei Dinge tun. Es gibt einmal einen bewussten oder unbewussten Mauer, die wir um unser Herz um aufbauen, um uns zu schützen. Hat oft mit Ablehnung zu tun. Und bevor ich noch einmal abgelehnt werde oder noch einmal verletzt werde, baue ich diese Mauer. Es kann auch eine aggressive Komponente dann haben. Bevor mir jemand auf die Schnauze haut, mache ich das schon mal, halte mir die Menschen vom Leibe. Das ist die äußere Mauer, die wirkt unter Menschen. Und ich bin dann sehr vorsichtig geworden, aber sie wirkt auch zu Gott hin. Und das ist uns oft nicht klar. Das, was uns von Menschen trennt, trennt uns auch von Gott. Und eine zweite Mauer, die ist in unserem Herzen. Und die ist um etwas herum, das kann uns bewusst sein, das ist etwas, was wir noch nie geteilt haben mit Gott und den Menschen. Oft sagt Gott auch, du hast es mir gesagt, aber ich möchte, dass du es auch einem Menschen sagst, dass es ganz nah kommt, dass ich es diesen Mut habe. Es kann aber auch unbestimmt sein, es kann Scham sein, es können Ängste sein, unbestimmt in meinem Herzen und ich denke die ganze Zeit, irgendetwas ist aber in der Mitte meines Herzens, was vollständig nicht in Ordnung ist. Das klagt mich dann an. Also diese beiden Mauern sind zwei Möglichkeiten, wie der Strom Gottes durch mein Herz, die Liebe Gottes, die immer fließt und mit der wir fließen sollen und dann wird es leicht, unsere Wege. Dann haben wir den richtigen Zeitpunkt und die richtige Botschaft, zu den Menschen zu gehen. Dann hört das Ackern auf. Aber dieser Strom kann durchbrochen werden. Und das ist definitiv etwas, was Gott heute angreifen möchte. Ich komme zum Schluss. Ich hatte eine schwere Operation in den 1990er Jahren. Und als Beispiel, es war nicht am Herzen, an einem Organ. Und ich konnte nichts machen, außer mich betäuben lassen, in die OP fahren lassen, mich anvertrauen, Gott und den Menschen. Und dann haben sie etwas getan, dann wachte ich wieder auf und es war in Ordnung. Und so auch mit dem Herzen, wir können nichts anderes tun, wenn wir spüren, am Beispiel dieser Mauern oder was auch immer, dann können wir nur sagen, betäube mein Herz, dass ich endlich aufhöre, daran rumzudoktern. Betäube es, fahre es in deine OP. Hier ist es, hier bin ich mit meinem Herzen. Tu das, was daran zu tun ist. Okay. Du betest jetzt, dass das geschieht, okay? Ja. Vater,